Finde deinen Lieblingsplatz mit Orison. Liebe Jungs und Mädchen, oder was auch immer, ich bin Captain Jack Sparrow. Ah, der eine oder andere kennt mich womöglich. Ich betrachte, wie ihr vielleicht wisst, hin und wieder, eigentlich unentwegt, die Welt am liebsten durch den Boden von einem Glas. Rum. Ungefähr so. Ah. Euch mögen vielleicht auch Gerüchte zu Ohren gekommen sein, dass mal wieder eine neue Hüttengaudi ansteht, weil der Alles wird mal wieder mit euch feiern will. Nicht die Wahrheit? Oh nein, aber wäre es auch nicht die Wahrheit? Würdet ihr doch nicht dabei sein wollen, oder etwa doch? Hey! Oh! Hey! Ein neues Gesicht? Hände hoch! Oder ich schieße! Schwarz. Gehe ich vor der Nacht zur Ruh, decke ich mich mit Schwermut zu. Die helle Welt will mir nicht glücken, muss mich mit Finsternis verzücken. Es ist die totenschwangere Nacht, die uns verzückt zu Sündern macht. Gebote, die wir übergehen, kann im Dunkeln niemand sehen. Wenn es dunkel wird, die Seele sich in Lust verirrt. Der Sonnentod ist mir Vergnügen, trinkt das Schwarz in tiefen Zügen. Das Tageslicht ist kein Verlust, die Nacht hält vielen ihre Brust. Trinker, Huren und Verschwörer sind dem Schatten zugehörig. Hat sich der Tag im Mond verkrochen, steigt uns Fieber in die Knochen. Kein Gebet und keine Kerzen heucheln Licht in unsere Herzen. Wenn Mutti spät zur Arbeit geht, dann bleibe ich allein. Sie wirft mir ein Zwieback auf den Mund, schließt mich im Zimmer ein. Wenn Mutti spät zur Arbeit muss, fährt nicht mit Bus noch Bahn. Ihr Arbeitsplatz ist gar nicht weit, ist das Zimmer nebenan. Sie kommen und sie gehen, manchmal auch zu zweit. Die späten Vögel singen und wenn die Mutti schreit. Wenn sie mich früh zu Bette schickt, sagt, ich soll nicht traurig sein. Weint mir ein bisschen ins Gesicht, schließt mich im Zimmer ein. Sie kommen und sie gehen, das Licht im Fenster rot. Ich sehe zu durchs Schlüsselloch und einer schlug sie tot. Traurig war ich vorher schon, die Mutter fehlt mir nicht. Ich riech an ihren Schlüpfern und mal mir das Gesicht. Fleisch. Ich fand Fleisch im Garten, doch war nur ein Stein. Konnte man nicht essen, warf Scheibe damit ein. Ich fand Fleisch im Hof, das wälzte sich im Dreck. Wollte darauf schlagen, lief schnell weg. Ich fand Fleisch am Bett, das hatte ein Gesicht. Ich dachte, es wäre Liebe. War es aber nicht. Fast sekündlich konnte man die Einschläge ihrer Bomben hören. Irgendwann hörte ich auf, sie zu zählen. Alles, was ich damals erkannte, war die totale Apokalypse. Ein Inferno. Alles Gold dieser Welt wurde innerhalb weniger Zeit zu Dreck. Und Feinde wurden Freunde. Manchmal frage ich mich noch, ob es einen Sinn hat, am Leben zu bleiben. Ist es wirklich besser, jeden Tag zu kämpfen, ohne ein Ende zu sehen? Was kann ich noch erwarten? Was bietet mir die Zukunft? Genau, nichts. Ich bin nur ein Mensch, der darauf wartet, mit dem Leben abzuschließen. Aber das wird nicht heute sein. Solch gewissenlose Personen gehen, wie ich weiß, über Leichen, um das zu erreichen, was sie wollen. Aber ich muss sie warnen, denn es ist sehr wahrscheinlich, dass dieser Thompson und sein Gefolge schon längst tot sind. Es tut mir leid, aber ich muss ihnen sagen, dass eigentlich wir die Wilden sind. Wir hatten die Chance auf ein friedliches Miteinander, aber wir wählten den Weg des Krieges, der Vernichtung. Sie lebten in Harmonie mit der Natur, doch wir zerstörten sie. Brutal. Wer von uns ist also primitiv? Lasst uns nun speisen. Oh, das ist ja total lecker. Kann ich noch was davon haben? Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal ins Badezimmer, damit ihr weiter so verrücktes Zeug labern könnt, was ich eh nicht verstehe.